Marga Lührmann hat in Lesmona, dem Landgut ihres Onkels, ihre große Liebe kennengelernt, Percy Rösner. Aber der Sommer mit Percy ging je zu Ende. 5 Jahre soll Marga auf Percy warten. Bei einer Abendeinladung macht Rudi Rettberg Marga einen überraschenden Verlobungsantrag. Ohne dass sie weiß, wie ihr geschieht, willigt sie ein. Ihre beste Freundin Bertha kann unterdessen ihren Verlobten John Deniken heiraten. Marga aber wird von ihren Eltern zur Erholung geschickt, ausgerechnet nach London zu Verwandten. Außerdem wird von jetzt ab beim Frühstück Deutsch gesprochen und erst beim Dinner Englisch. Einverstanden? Have you understood? German. Vor dem High Tea könnt ihr noch Croquet im Garten spielen. If it isn't raining. It isn't going to rain. Wir sind sehr genau mit unseren Tagesplänen. Du bist es, mein Schatz. Nur du. Unsere Tagespläne werden nicht nur für die Kinder aufgestellt, sondern auch für uns Erwachsene. Die Einkäufe, die Spaziergänge, die Einladungen, die Museums, die Opernbesuche. Ohne eine exakte, energische Lebensplanung bist du in einer Stadt wie London verloren. Als Frau jedenfalls. Die Männer haben ihr Office, ihre Clubs, ihre... Girls. Charlotte, will you please refrain from commenting on topics which are completely out of your range? Is there anything more I can do for you, my lady? Thank you, John. Then I'll go and fetch the concert tickets, my lady. Die National Gallery... Psst, sei bitte ein Augenblick still, mein Schatz. Ein Augenblick nur. Jawohl. Die ältere der beiden Shrewsbury-Uhren hat nicht 10 geschlagen. Kaputt. Und das am Wochenende. It doesn't want to work on the weekend. Deutsch. Jeder Engländer hat seinen Spleen und Onkel Christian hat seinen gefunden. Apropos, Percy singt sehr schön. Entschuldigt mich bitte. Poor thing. Miss Garnett? He's so kind to look after her. Of course, Mrs. Marcus. Ihr könnt spielen. Sie tut's wieder. How comforting. Sie ist die ganze Woche falsch aufgezogen worden. Zu grob. Und wo ist unser Gast? Sie ist doch gerade an dir vorbeigelaufen. Aber du warst wohl in deine Shrewsbury-Uhr verkrochen. Margaline ist überaus reizend geworden. Findest du nicht, Percy? Ein bisschen zu schüchtern und unerfahren für unseren Percy. Was? Percy! Margaline! Wo stecken denn die beiden bloß? So weit weg können sie doch nicht sein. Shall I go and look for them, Mr. Marcus? I won't get lost. Charlotte! They'll be looking for us. Komm, gib mir deine Hand. Ist mir egal. Sollen sie es doch sehen. Not yet, Daisy. Not yet. Stop it, Percy, will you? Ich bin nicht blind. Ich bin nicht taub. Du hast es also eilig. Aber ich habe Zeit. I need your help, dear. Vielleicht bist du so nett. Ich werde eurem Glück nicht im Wege stehen.
Falls es wirklich ein Glück sein sollte. Bist du sicher? Auch für Sie? Kindskopf. Aber was wird mit Ihrer Verlobung? Was haben die Ihre Eltern eigentlich geschrieben? Nur, dass diese kleine, schüchterne Wilde sich im letzten Jahr dreimal beinahe und einmal richtig verlobt hat. Das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass du in dieser Rechnung vorkommst. Noch nicht. Aha. I see. Versuch es, Percy. Ich wünsche dir Glück. Aber, Percy, bitte, für sie, für dich und für mich. Schließlich habe ich den Eltern gegenüber die Verantwortung hier in London. Bring sie nicht hierher. Wenn ich an meinen Schwager Karl Theodor denke, Gottlob, versprich mir das. Was? Are you preaching abstinence? I'm not preaching abstinence. I'm preaching caution and responsibility. Du willst auch die Verantwortung für sie übernehmen. Oh Gott, poor thing. Tu dir keinen Zwang an, sprich dich ruhig aus. Benimm dich danach. Vielleicht bist du so nett. Sie ist noch so wahnsinnig jung und verletzbar. Mach jetzt nicht alles kaputt. Und auf diese Weise vollendete Tatsachen zu schaffen, glaube mir, das ist kein Weg. Du kannst sie nicht als Faustpfand hier halten. Das geht schief. Oh Gott, Karl Theodor. Die Londoner Gesellschaft würde euch schneiden. Von Prämie ist gar nicht zu reden. Ich übrigens nicht. So kleinlich würde ich nicht sein. Mit deiner Million wird sich dein Schwager dann wohl noch länger Zeit lassen, fürchte ich. Wir erwarten dich zum Wochenende, wie immer. Eins ist. Well, that was it. See, Nizza, and die. Just one moment. Hier hause ich und verzehre mich vor Sehnsucht. Von wegen. All the girls adore him and he simply can't resist. Wer? Wer du? Wer hat das gesagt? Eine, die es wissen muss. Tante Ellen. Wieso muss Tante Ellen das wissen? Sie kennt dich doch. Ach so. Ach. Daisy, wenn du dich jetzt umdrehst. Ich war so lange allein, ohne dich. Das ist jetzt alles vorbei. You have it cold here. I beg your pardon? Poor darling. Du sollst nie mehr frieren müssen bei mir. I promise. Nein. Look.
Wir könnten doch hier zusammen wohnen. Bis alles geregelt ist. Zwei Zimmer, ein Bad. Ich wäre jeden Abend gegen 6 bei dir. Wir müssen uns nie mehr trennen. In dieser Riesenstadt. Wer macht Feuer? Immer der friert. Und dann kommt die Million. Dann kann dein Vater überhaupt nichts mehr dagegen sagen. Dann haben wir ein Haus. Vielleicht auf dem Land? Nein, in der Stadt. So wie Tante Ellen und Onkel Christian. Well, that I'm afraid wird ein bisschen dauern. Aber ohne Linche komme ich nicht nach London. Selbstverständlich. Aber das geht alles nicht. Warum geht das nicht? Das geht nicht. Rudi. Papa. Solche Angst. Wovor? Gut, dann fahren wir eben zusammen nach Bremen. Get things straight now. Um Gottes Willen. Warum? Die haben doch alle keine Ahnung. Wenn die uns da plötzlich zusammen... Papa. Oh mein Gott. Ich muss das schon alleine machen. Dann habe ich Angst, Daisy. Wenn man dich alleine lässt, dann machst du doch nur Dummheiten. Nein, 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 nein. Ganz bestimmt nicht. Ich verspreche es dir, Percy. Ich liebe doch nur dich. Nur dich. Ich werde Ihnen alles ganz genau erklären. Verlass dich auf mich. Das müssen Sie doch verstehen. Sie müssen es verstehen. So glad you come. We really enjoyed it, Christine. We really did. Percy, dear. We were to share a cab, remember? How about it? We decided to leave half an hour ago. Good Lord, what can you do with a man who's always tired? One gets used to it, my dear. You think so? What's happened to Percy? Good night, my dear. Good night, dear. Oh, if you are leaving us, everything is lost. I don't know you mean it. Was gehöre ich dir, dann hätte Schmerz eine glückselig wären wir. Es kommt die Zeit, wo die Sonne scheint, wo wir in Seligkeit sind treu vereint. Ja, bald bist du frei und dann wirst du mein Lina, dann, ja dann wirst mein Weib sein, sind dann Mann und Weib, eine Seele, ein Leib. 2 weeks, I give you 2 weeks, dann komme ich und hole dich. Werden glücklich sein im Verein. Hoch zu Ross. Und entführe dich, wie es sich für meine Prinzessin geziemt. And no questions asked or answered. Percy, ich werde solche Sehnsucht haben. Dazu hast du doch gar keine Zeit, was du alles zu tun haben wirst. Burn your bridges, großes Reine machen. Der arme Rudy, breaks my heart to think of him. Hör auf. Ich habe Angst, wenn du alles so leicht nimmst. Aber das tust du doch auch, Daisy. And what's the use of anything else? Let's take our life easy, darling. Sie sind alle weg. It was a lover and it was a chaos. The party is over. In springtime, the only pretty ringtime, when birds do sing, hey ding a ding a ding, hey ding a ding a ding, hey ding a ding a ding, sweet lovers love the spring. Er singt vom Frühling und ich friere. Percy, hör auf, diese schrecklich schönen Lieder zu singen. Sie machen mich einfach traurig. Mach deinen Onkel nicht traurig, Percy. Er hat es nicht verdient. Aber er singt so wunderbar. Trotzdem müssen wir diesen süßen Spuk jetzt beenden. Percy? Ellen? Final curtain, dear. Das Kind muss ins Bett. The boat train is leaving at 8.
The boat train is leaving at 8. Miss Löhmann? Ach, Kinder. In jedem Abschied liegt ein Keim von Wahnsinn. What's that? Weiß ich nicht. Ich frage ihn morgen. Good night, dear. Goodbye, Matti. The boat train is leaving at 8. Ich hätte nie gedacht, dass dich der Abschied von Matti so freudig machen würde. Ich auch nicht. Willst du hier sitzen, Regen, das Juro? Yes, I'll try to make it. Thank you very much for the wonderful evening. Sleep well, dear. It was a pleasure, Percy. Take care of you. Bye. Bye. Ich weiß alles. Und das war auch gar nicht so schwer zu erraten. Für mich. Ich glaube, du hast dich vollkommen vernünftig entschieden. Eine wilde Ehe wäre eine Katastrophe für dich. Ohne deine Eltern. Gegen deine Familie. Außerdem ist er viel zu jung für dich. Zu unruhig. Zu mittellos. Leider auch zu liebenswürdig. Ich weiß. Aber ich möchte. Wir müssen doch alle irgendwann auf irgendetwas verzichten. Vielleicht auf das Schönste. Auf unsere Träume. Eine ideale Ehe gibt es nicht. Nirgendwo, Margalein. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ich will ja gar nicht verzichten. Ach. Denn ich... Percy und ich... Wir haben jetzt doch beschlossen, dass ich noch mal ganz offen mit Vater reden soll. Das ist ein sehr vernünftiger Entschluss. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Das Allerbeste, was du tun kannst. Du bist sehr mutig. Entree. Wir sind vorbereitet, Marga. Auch Mama. Setz dich. Hallo, Schwesterchen. Zwischen uns herrscht doch immer noch Vertrauen. Oder etwa nicht. Ich denke, du hast uns alle deine wichtigen Sorgen immer anvertrauen können. Ja, doch. Du wärst sonst kaum mit dieser neuen, schrecklichen Überraschung zu uns gekommen. Ja, nein. Du weißt, dass dein Bruder schon einmal das gleiche Ansinnen an uns herangetragen hat. Nein, das hat sie doch damals gar nicht erfahren, Karl Theodor. Richtig. Es ist dir also entgangen, dass auch dein Bruder schon seine Verlobung auflösen wollte. Er ist dann, Gott sei Dank, zur Vernunft gekommen. Und nun du. Haben wir, deine Eltern, denn irgendeinen Fehler gemacht?
Antworte. Ganz offen. Welchen Fehler? Vielleicht war es falsch, die öffentliche Bekanntgabe deiner Verlobung mit Dr. Redberg ein Jahr aufzuschieben. Nein. Nein, ich glaube, das ist nicht der Grund. Denn, Papa, ich möchte gern, dass... Ich verstehe es einfach nicht. Auch Mama versteht es nicht. Du bist etwas unglücklich. Gut. Das ist während der Brautzeit nicht so unüblich. Es kommt vor. Und nicht einmal selten. Also allein deshalb die Verlobung mit einem ernsten, vielversprechenden jungen Mann aus Laune. Dein Gesinnungswandel ist auch in London vor sich gegangen. Ja. In London ist es mir endlich klar geworden. Nachdem du Tante Ellen ins Vertrauen gezogen hast. Karl Theodor, bitte. Nein. Ich habe Tante Ellen nur gesagt, dass ich versuchen wollte mit dir... Tante Ellen. Ausgerechnet Tante Ellen. Als Ratgeberin in Herzensangelegenheiten. Karl Theodor, ich bitte dich, meine Schwester in dieser Angelegenheit. Also schweigen wir über Tante Ellen. Aber wenn du diese Aussprache nicht räumen möchtest, liebe Marie, vielleicht ist es besser so für uns alle. Papa, das Wichtigste muss ich dir noch erklären. Gestehen. Der Grund, der wahre Grund, warum ich Rudi Redberg leider nicht heiraten kann. Ich wünsche darüber kein Wort mehr zu verlieren. Dein Wille wird geschehen. Wir werden diese Verlobung auflösen, auslöschen. Die Folgen wirst du natürlich tragen müssen, gemeinsam mit uns. Welche Folgen? Den Skandal. Den möchte ich dir im Einzelnen nicht ausmalen. Ich denke, unsere Unterredung ist damit beendet. Aber Papa, ich wollte doch nur, dass du erfährst, warum ich in London... Übrigens erwarten wir Herrn Dr. Redberg um 16:30. Das war nicht mehr rückgängig zu machen. Ich denke, seine Aufklärung muss ich übernehmen. Nein, bitte nicht. Dir bleibt noch genügend Zeit, dich umzuziehen. Nein, bitte. Ich möchte nicht, dass Rudi irgendetwas erfährt. Heute. Und wann? Sollen wir das alles vielleicht noch einmal aufschieben? Überlegen? Diskutieren? Wie? Was erwartest du eigentlich von mir? Was? Antworte! Entschuldige. Bitte. Wollen Sie nicht lieber... Nein, danke. Ich meine, Sie könnten doch bequemer im Salon warten. Ich weiß. Nein, danke. Marga ist erst vor einer Stunde aus London eingetroffen. Sie zieht sich noch um. Das kann dauern. Ja, natürlich. Ich weiß. Ich würde es dennoch vorziehen, hier zu warten. Hast du dir was getan? Wieder mal so richtig Spaß bereitet. Wie? Wie? Marga.
Du solltest dich unbedingt noch etwas ausruhen vor dem Abend, hm? Das Badehaus wird abgerissen. Der Kahn kommt auch weg. Wusstest du das schon? Hier soll da ein schnickes chinesisches Teehaus hin. Und da ein Bootsschuppen. Mit einer perfekten Slipanlage für eine Motorjacht. Vielleicht tut Onkel Herbert das ja auch alles für dich. Damit du nicht so an falschen Erinnerungen kleben bleibst. Jetzt. Hör mal, Braut. Du kannst doch hier nicht so einfach klammheimlich ins Wasser gehen. Stell dir mal vor, wenn Rudi dich jetzt sucht. Sucht mich nicht. Heul du mal richtig drauf los, Mathe. Ich sag's ja auch niemandem nicht weiter. So schnell. Dürftig auch. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Auf jeden Fall mal. Oh. Was? Gehören Sie nicht da drüben hin? Machen Sie sich nicht schmutzig. Tja, mein Dirn. So ein Sommer dauert nicht das ganze Leben. Ich trinke keinen Tropfen mehr. Das ist auch keine Freude. Das ist alles halb so schlimm. Marga! Hier ist er, Herr Signore! Komm, Töchterchen. Herr Signore wird das schon alles richten. Puh, ist das alles riesig. So viel Luft, so viel Auslauf. 6 Zimmer und Küche und Bad. Und dazu noch ein Mädchenzimmer und ein Schrankzimmer. Und alles so hoch, zur Hölle. Und diese ganze Pracht für 2 Personen. Manchmal denke ich, wir sind übergeschnitten. Nein, nein, das passt zu euch, zu dir.
Diese langweiligen Übergardinen wünscht er sich unbedingt. Ihm ist es zu hell. Hier sein Arbeitszimmer. Da will er die Wände dunkelblau haben und die Türen und die Paneele Pompeji-rot. Wie findest du das? Unsere Wohnung ist viel kleiner. Und auch dunkler. Du wirst ja sehen. Aber gemütlicher, oder? John will ganz und gar unabhängig sein vom Geld seiner Eltern. Und da müssen wir uns eben einschränken. Aber mir macht das nichts aus. Im Gegenteil. Man wird sehr selbstbewusst, wenn man auf eigenen Füßen stehen muss. Sehr. Was ist denn? Bertha, ich habe... Er wollte, dass ich ihm hierher in diese Wohnung schreibe, weil er jeden Tag herkommen wollte wegen der Handwerker. Hier alle ungeöffnet. Er war seit mindestens einer Woche nicht mehr hier. Er vergisst mich einfach. Und es macht mir solche Mühe, ihm zu schreiben. Und er? Aber Martin, du Kindsfrau. Rudi war doch schon immer so zerstreut. Wahrscheinlich hat er einfach vergessen. So lass ich mich aber nicht behandeln. So nicht. Wahrscheinlich hat er deine Briefe in seiner Wohnung erwartet. Ich fahre zurück nach Bremen. Heute noch. Das tust du nicht. Du kommst jetzt zu uns nach Hause und wir reden in Ruhe. Was soll ich denn bloß tun? Was soll ich denn bloß tun? Jeden Tag 2 Stunden üben und deinen Rückenschmerzen. Ach was, sonst rost ich noch ein. Und wir wollen euch doch heute Abend das Presto vorspielen. Sozusagen eine Uraufführung. Nur für Rudi und dich. John wird immer so leicht ungeduldig. In deinem Zustand? So, unsere Männer kommen. Sag mal. Komm. Willkommen, Matti. Willkommen in Hannover. Wie gefällt dir unsere Wohnung? Hat Bertherchen noch brav die Kreuzersonate geübt? Ich hoffe, es klappt jetzt. Lass uns das Brautpaar ein paar Minuten alleine lassen. Rudi hat nämlich eine besonders glückliche Nachricht für Sie. Oh, ich hätte nichts verraten sollen. Komm. Mit oder ohne Zucker? Immer noch mit. Matti, es ist nämlich etwas ganz und gar unvorhergesehen. Du warst also schon in der Leibnizstraße? Ja, war ich. Ja, das tut mir leid. Ich war sehr abgelenkt in diesen Tagen. Matti. Vielleicht werden wir diese Wohnung in der Leibnizstraße nie beziehen. Vielleicht werde ich meine kleine Stelle hier in Hannover aufgeben. Ja. Ich bin eingeladen worden, mich in Bremen mit einem Vortrag als möglicher Direktor der Kunsthalle vorzustellen. Ja, stell dir das mal vor. Das ist eine erstklassige Chance. Dann war also alles umsonst? Was meinst du damit umsonst? Was war alles umsonst? Na, habt ihr zugehört? War Bertha nicht wunderbar? Und du, Matti? Was sagst du zu Rudis Aussichten? Ja, ihr dürft in Bremen bleiben und werdet die Hansestadt für die moderne Kunst erobern. Vielleicht, vielleicht. Ich habe bisher nicht von Bremen gesprochen, aber die Spaltung des Publikumsgeschmacks
Das leidenschaftliche Für und Wider die Moderne findet sich natürlich auch hier in unserer Stadt. Ich will also der Frage nicht ausweichen, die uns alle bewegt. Sollen wir unsere Kunsthalle der modernen Kunst öffnen? Ich antworte, und es wird Sie vielleicht wenig erstaunen, mit einem klaren Ja. Allerdings, das Wort modern, auf das Wort modern würde ich lieber verzichten. Hinter ihm verbirgt sich zu vieles, was nur modisch ist. Reden wir besser von der neuen Kunst, der wahren Kunst unserer Zeit. Ich also will vor Bildern, neuen oder alten, nicht gedankenlos, faul nur genießen. Ich wünsche von Bildern angesprochen, aufgerufen, ja betroffen zu werden. Die neue Kunst erwartet ein Publikum, dessen Augen auch im Museum arbeiten. Mit Neugier, mit Wagemut, mit Sachkenntnis. Das sind alte bürgerliche Tugenden. Sie haben auch unsere Stadt groß gemacht. Sollen wir, dürfen wir auf diese Tugenden verzichten, wenn wir der Kunst unserer Zeit gegenübertreten? Freilich, es gibt eine einflussreiche Partei, die möchte Kunst so ernst nicht nehmen, sondern als Plaisir, als Amüsement, als Profiteur des Lebens. Man sucht in den Ausstellungen ein Breitformat fürs Esszimmer, ein Hochformat für die gute Stube. Man sieht gern Bilder, die stumm sind, die nichts anderes sagen als kaufe mich, nein mich. Ein wahres Verständnis von Kunst aber ist nicht möglich ohne Passion. Ja, wenn Sie mir das Wort erlauben, ist nicht möglich ohne Liebe. Ich danke Ihnen. Aber jetzt schnell nach Haus, bevor die Eltern zurück sind. Komm. Na und? Sie spuckt wie der Teufel, das Übliche. Sie wird fiebern und weiterspucken. Gehirnreizung nennt das unser Medizinalrat. Also das bittet die Eltern nicht zu ihr, vorläufig. Ach, sie darf sowieso nicht reden. Und dann hier. Den sollst du ihr nicht geben, vorerst nicht. Was denn aus London? Lynchen? Du sollst doch nicht reden, Mieke, besser nicht. Das ist ganz der übliche Verlauf, 2 Tage, 3 Nächte. Das ist nun schon die 3. Nacht. Also morgen... Hat er was? Hat er geschrieben? Meinst du Rudi? Der hat telegrafiert. Die Rosen. Im Sommer. Die Rosen. Nicht reden. Nicht immer reden. Eine Nacht noch. Eine halbe. Und Rosen haben wir auch nicht im Zimmer. Die machen nur Kopfschmerzen. Und davon haben wir gerade genug.
Mir hat immer eingeleuchtet, dass du den anderen Weg gehen würdest. Den normalen, den klaren. Gut, Rudi ist Kunsthistoriker. Das ist nicht ganz so normal. Aber vor allem ist er doch der Sohn des Bürgermeisters. Ist gebildet, gereist, spricht 4 Sprachen, ist 10 Jahre älter als du. Also die ganz normale, gute Partie. Und jetzt hat er auch noch die ersten 100.000 als Abschlagszahlung auf seine Erbschaft eingesteckt. Na, das ist doch nicht nichts. Geld ist doch angenehm. Oder? Schwesterchen? Ich jedenfalls bin im Begriff, auf sehr viel Geld zu verzichten. Verstehst du? Nicht so ganz. Ich will frei sein. Das ist mein Weg. Ich möchte frei sein, um nach Monte Carlo zu gehen, an den Amazonas oder auf eine Fesselballonfahrt. Und Ellie? Soll die immer mit? Ellie. Ellie, die war ein Problem. Das Geschäft war auch ein Problem. Es ist keins mehr. Es ist für mich lebenswichtig, weißt du? Dieses Gefühl, frei zu sein. Nur für mich selber da zu sein. In deinem netten kleinen Schloss bei Bordeaux. Oder in der Toskana. Es muss ja nicht besonders groß sein. Es wird mir schon genügen. Ich scheiß auf Brennen, weißt du? Aber du musst den anderen Weg gehen. Den normalen, gesunden. Charlie, willst du damit sagen, in meinem kranken Kopf, ich habe das wohl nicht genau verstanden? 20 Jahre lang bin ich nicht hier oben gewesen bei dir. Schlimm, schlimm. Der Grog, Schluss mit dem Herrenbesuch. Ich wollte ohnehin gehen. Du, Charlie, ich hoffe, du hast nicht losgeschnackt über deine Zukunftspläne. Sehr allgemein. Höchst allgemein. Wenn Mieke erfährt, was du vorhast, wird sie uns wieder krank. Linche, meine Schwester ist fast so normal, so gesund wie du. Vielleicht. Hoffentlich. So long, Schwesterchen. Komm, trink das. Ich bin zwar gegen Alkohol, aber manchmal hilft er doch. So, und das alles hier, deine Reliquiensammlung, das wird jetzt weggepackt. Das sind keine Heilmittel, das macht nur krank. Was tut er denn für dich, dieser junge Herr aus London? Schickt Geschenke, Ringelchen, Fotos, womöglich Locken, Briefe, Versler. Aber ist er gekommen und hat dich gepackt, um dich einfach mitzunehmen? Das wäre ja zu unbequem für euch beide. Das verstehst du nicht. Das verstehst du nicht. Das willst du ja auch überhaupt gar nicht verstehen. Ach, das Schicksal ist schuld, ja? Gottes Wille. Mieke. Du gehst dahin, wo es dich hinzieht. So ist das, Frau Dr. Redberg. So einfach. Das Schicksal, das bist du höchstpersönlich. Den Rest durftest du rausschwitzen, rausfiebern. 3 Nächte lang. Komm, trink jetzt, mein Schatz. Da sich also dein Bruder Carly dazu entschlossen hat, uns alle zu verlassen, seine Familie, seine Verlobte und auch das Geschäft, um künftig als freier Mensch zu leben, da ich Carly trotz allem
einigermaßen abfinden muss. Nein, möchte. Ja, Mieke, aus diesen dargelegten Gründen ist derzeit unser privat verfügbares Kapital etwas überbeansprucht. Naja, Schwesterchen, für dich bleibt ja nicht gerade nichts. Ich wäre also dankbar, wenn Rudi und du dem Vorschlag zustimmen könntet, zunächst nur die erwähnte jährliche Summe zu erhalten. 6.000 pro Anna? Also ich in deinem Alter? Der Betrag wird sich, wie gesagt, steigern und soll auf deine Erbansprüche nicht verrechnet werden. Das will ich auch Rudi so erklären. Bist du damit einverstanden, dass ich nun meinen Schwiegersohn hereinbitte? Ich hole ihn. Mein liebes Kind, ich hoffe, du weinst nicht, weil du mehr erwartet hast. Sie wollten es mir erst verheimlichen, meine liebe, einzige Bertha, dass du am Kindbettfieber gestorben warst. Ich hatte schon lange Zeit so furchtbare Angst, dass du an meinem Hochzeitstag nicht dabei sein könntest. Aber dass sie auf diese schreckliche Art wahr werden würde,